Haben wir richtig toll gefeiert heute so mit Schränke zusammenbauen. Hallo. Ich lasse dich gleich gehen, du bist ja am Schwitzen. Ach, ich schwitze gerne. Wenn du sagst, Schränke zusammenbauen, jetzt würde ich doch mal was ganz Persönliches fragen. Schlaft ihr immer noch im Wohnzimmer? Da weißt du das. Ja, siehst du mal. Ja, dann folgst du mir. Bitte? Dann folgst du mir auf Instagram. Ja, natürlich. Ja, das ist tatsächlich so. Also für alle diejenigen, die denken, der Mike hat jetzt ein Haus in Cape Coral. Nee, wir wohnen tatsächlich ganz bürgerlich im Kölner Stadtrand. Zu vier Personen, also meine jetzige Frau bringt zwei Kinder aus der ersten Ehe mit. Wir wohnen auf 68 Quadratmetern, drei Zimmer. Und dadurch, dass die Kinder die beiden Zimmer bekommen, schlafen wir im Wohnzimmer abends mit Ausziehcouch. Also alles völlig unspektakulär. Ja, aber mitten in der Stadt. Ja, mitten so Stadtrandlage. Ja. Letzte Frage, du hast gerade gesagt, Cape Coral. Was ist jetzt da dran mit diesem Song, mit Wendler, mit diesem Streit? Hochzeit hast du lieb von ihm gesungen, was war da? Ich habe ja eben den Tom erwähnt, der auf dem Klo. Und Tom war früher der hauptsächliche Songwriter von Michael Wendler und hatte fast das komplette Album vorproduziert. Und dann gab es ja diesen riesen Deal von Wendler, DSDS, dann gab es Kaufland und der sollte wirklich durch die Decke gehen. Und dann hat er sich ja dazu entschlossen, das in Deutschland aufzuhören und das alles nicht mehr gut zu finden. Und dann ist Tom auf mich zugekommen und sagt, Mike, und wir haben darüber gesprochen und Tom sagte, ich habe ein komplettes Album.